Hören Sie das da unten? Ich bin hier wieder bei Leuten gelandet. Ich sag Ihnen, da legen Sie die Ohren an. Ich bin immer wieder fasziniert durch meine Gartenreisen, was so in Deutschland passiert, so insgeheim, wo man so gar nichts von mitbekommt. Ich bin auf einem Einachsertreffen hier in der Nähe von Remagen und hab den Jan bei mir. Der wird uns heute... Wow! So eine Maschine müsst ihr auch mal haben. Der wird uns heute irgendwas über dieses Einachsertreffen hier erzählen. Bleiben Sie mal dran, das wird spannend. So, der Krachmacher ist weit genug weg. Jan. Ja. Das ist deine Maschine hier? Das ist meine Agria 3800. Wunderbar. Wenn ich jetzt mit meinem roten Ferrari hier angekommen wäre, ihr hättet mich achtkantig vom Platz geschmissen? Nee. Nee? Nee. Ich wäre hier willkommen gewesen? Ja. Erklär mal kurz, wo ich mich hier befinde. Was ist das für eine illustre Gesellschaft, die sich hier zusammengefunden hat? Also, wir sind hier auf dem Jubiläum von Gregs Einachserforum, einachserforum.de im Internet zu finden. Und anlässlich des 10. Jubiläums haben wir hier ein Treffen veranstaltet. Ist nicht das erste Treffen, was wir machen, aber das Jubiläumstreffen sind Leute von Österreich bis Schleswig-Holstein, die sich hier eingefunden haben. Und ja, wir treffen uns mit unseren Einachsern, werden dann mitbringt, haben ein bisschen einen Acker umgeflügt, haben schon eine Ausfahrt gemacht. Heute Abend noch ein bisschen nett am Lagerfeuer sitzen und Bier trinken. Also Gregs Einachserforum ist eine Internetseite. Wenn ich jetzt ein Problem mit meiner Maschine hätte und wollte fachlichen Rat haben oder suche überhaupt Informationen zu Einachsern, dann komme ich zu dir oder zum Gregs Einachserforum. Dann kommst du zu uns. Wir haben Spannung in der Bude und da sind immer nette Gespräche. Gut, jetzt halte ich mich hier schon den ganzen Tag auf. Da ist auch schon eine Menge passiert. Ich bin rumgelaufen, habe mir die Maschinen angesehen. Es gab eine Rundfahrt hier. Während wir jetzt hier so vor uns hin plaudern, ich blende Ihnen mal ein paar Bilder ein, manchmal auch mit Ton, was sich hier so abgespielt hat, mitten in Deutschland, wo Sie nie was von geahnt hätten. Sag mal, Gregs Einachserforum, wie gesagt, das ist die Ressource für Wissen über Einachser. Da sitzen die Fachleute. Ja. Hat die Welt sowas wirklich gebraucht? Ja, gibt zig Foren für irgendwelche speziellen Autos. Motorsägenforum habe ich letztens gehört. Genau, Motorsägenforum gibt es. Da kriegen Leute halt Hilfe, um ihre Motorsäge wieder in Gang zu kriegen. Und bei uns gibt es halt ganz viel Informationen über solche Einachser. Also salopp gesagt, das ist quasi wie ein Kegelclub, wo sich alle untereinander helfen. Nur, dass die Leute eben nicht alle im selben Dorf wohnen, sondern über ganz Deutschland und Österreich und Schweiz verteilt. Richtig, so ist Pi mal Daumen. Auch in Frankreich haben wir auch noch Mitglieder aus dem Forum. Wie viele sind in dem Forum registriert, so Pi mal Daumen? Knapp 5000 Mitglieder, die in den letzten 3 Jahren aktiv waren. Wir haben das Ganze mal ausgesiebt, um ein paar Karteileichen rauszukriegen. Da waren wir irgendwann schon mal auf 7000. Aber 5000 registrierte Mitglieder, ich denke mal so 100, die wirklich aktiv sind. Worüber wird denn da so gesprochen? Erstmal über Einachser. Ja, kaum zu vermuten. Dann über alle Probleme, die man rund um Einachser hat. Viel auch über den Garten. Es gibt einen Thread, der befasst sich mit dem, was die Mitglieder so im Garten veranstalten, was sie anpflanzen und wie das übers Jahr so gedeiht. Da postet jeder mal den Stand aus dem Garten, was du so als Gartenrundgang machst. Haben wir da ständig mal reingepostet. Gibt viele, die Holz machen, also Brennholz beschaffen, die berichten dann von ihren Aktionen, wie sie mit dem Einachser durch den Wald kraxeln und spannend die Bäume da rausziehen. Ja, aber was gibt's denn sonst über Einachser zu berichten? Ich meine, ich bin ja auch registriert, wenn ihr mich nicht rausgeschmissen habt. Ich wollte mal wissen, für welchen Einachser ich mich entscheiden sollte. Ja. Was könnte man denn sonst noch über Einachser diskutieren? Ja, wir haben uns irgendwie da kennengelernt und wir berichten, was wir uns für neues Werkzeug anschaffen, was wir am Einachser restaurieren. Gibt auch Leute, die berichten, wie sie gerade ihre Wohnung restaurieren oder renovieren. Das ist eine Gesellschaft, die sich da zusammengefunden hat, die einfach
ja, wie so ein Verein. Das Hauptthema ist der Einachser und alles, was so rundherum dabei ist, was handwerklich ist, das gehört da auch irgendwie rein. Jetzt habe ich unten auf dem Platz aber vornehmlich ältere Maschinen gesehen. Also das neueste Fabrikat, was da stand, war eine Honda und selbst die war noch ein paar Jährchen alt. Ja, auch ein Oldtimer. Auch ein Oldtimer mit meiner Maschine. Warum sind die so unpopulär? Oder die Leute, die einen KM8 kaufen, wie ich einen habe, warum sind die nicht im Einachserforum vertreten? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Also wir haben Leute, die mit dem KM8 sehr zufrieden sind und fleißig da mitmachen. Der ist leider heute nicht hier, aber gibt es auch, ja. Aber der nostalgische Aspekt ist eher die wichtigere Geschichte daran. Ja, das ist für viele eine wichtige Sache, ja. Für mich auch. Ich mag die alten Maschinen und ja, das ist für mich der wichtige Punkt. Für andere steht die Nutzung im Vordergrund und das ist dann auch im Einachserforum voll toleriert. Jeder macht das so, wie er gerade mag. Jetzt bist du ja voll involviert in diese Geschichte. Was fasziniert die Leute an alten Einachsern? Ich meine, bei Traktoren kann ich ja noch verstehen, so ein Lanz Bulldog, eine feine Sache. Was interessiert die Leute, was fasziniert die an solchen Maschinen? Man sagt ja, dass man beim Trecker so die Verbindung zwischen Mensch und Maschine noch ziemlich direkt ist. Ja. Das Ganze ist beim Einachser einfach noch ein Stück direkter. Wenn du mit dem Ding durch den Acker flügst, das ist einfach, näher kann man doch gar nicht an der Maschine sein. Ja gut, aber ihr habt einen großen Nachteil, ihr dürft in der Regel nicht auf der Straße fahren. Ui, ja. Also bei den ganzen Leuten, die da waren, habe ich nur einen gesehen, der eine Straßenzulassung hatte. Der hat tatsächlich ein Nummernschild, waren zwei dabei, mit einem Nummernschild drauf, der durfte wirklich über die Straße fahren. Aber nur deshalb, weil die Maschine so alt war, dass die noch vor dieser gesetzlichen Regelung, so hat er mir das erklärt, fahren durfte. Die Sache mit der Straßenzulassung, da könnten wir, glaube ich, einen eigenen Film drüber machen. Das ist ja so mal in groben Schnitten, weil die Frage wird mir andauernd gestellt. Ja? Wann, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um mit dem Ding und in welchem Bundesland auf der Straße fahren zu dürfen? Oh, genau, das ist in Bundesländern auch noch unterschiedlich. Aber grob kann man sagen, dass man eine Betriebserlaubnis oder eine allgemeine Betriebserlaubnis für das Gerät braucht. Und dann ist die Frage, ob man das Ding beim TÜV nochmal abnehmen lässt und dann bei der Zulassungsstelle wirklich ein schwarzes Nummernschild sich holt und anmeldet. Dann ist man meines Erachtens wirklich auf der sicheren Seite. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, ein Schild mit Namen und Adresse an der Seite zu machen und damit rumzufahren. Für land- und forstwirtschaftliche Zwecke soll das reichen. Es gibt aber meines Wissens nirgendwo wirklich Rechtssicherheit, wie man es jetzt machen soll. Das ist ein ganz großer Streitpunkt. Und im Forum, wenn es darum geht, dann gibt es ganz viele Meinungen und ganz lange Threads. Aber generell gilt, alles, was baulich bedingt langsamer als 6 Stundenkilometer ist, darf fahren. Was baulich keine 6 Stundenkilometer schafft, das braucht eine Betriebserlaubnis und dann darf das mit 6 Stundenkilometer im Straßenverkehr bewegt werden. Ja, und ich habe mal gehört, dass diese Einachser, zumindest bei mir in der Gegend, sollen gelten wie motorisierte Schubkarren. In dem Moment, wo ich neben dem Einachser herlaufe, darf ich auf der Straße fahren. In dem Moment, wo ich mich auf den Anhänger setze, bewege ich mich im rechtsfreien Raum. Das darf ich dann wieder nicht. Ist das nicht irgendwie ein bisschen plemplem? Ja. Ja. ist es, ist aber Gesetzeslage und niemand ist sich so richtig sicher und die sich so richtig sicher sind, die haben viele, die sagen, ey, das ist aber anders. Deswegen, ich bin der Meinung, wenn man ein schwarzes Nummernschild dran hat, ist man auf der sichersten Seite. Sag mal, wie bist du eigentlich zu dieser ganzen Einachsergeschichte gekommen? Ich meine, du könntest auch zum Ballermann fahren oder ein Porsche, die er zugelegt haben. Warum? Was ist das überhaupt für ein Ding hier? Also, was er eben schon mal gesagt hat. Das ist eine, hab ich vergessen. Alter Mann. Agria 3800 G. Die Bedeutung ist nicht so ganz klar. Im Forum hat sich eingebürgert, dass das hier ein Geigenkasten ist und deswegen das G da steht. Aha, okay. Wie bist du zu dieser ganzen Geschichte gekommen? Also, irgendwann habe ich angefangen, im Garten Kartoffeln anzupflanzen und habe das mit der Hand gemacht. Und
umgegraben, angepflanzt, alles gut. Und irgendwann ist mir so ein Einachser im Internet mal über den Weg gelaufen. Aber nicht meiner. Nee, nicht deiner. Ja. Und dann habe ich einen kleinen Agria 2600 gekauft. Aber ist nicht dein erster hier? Nee, das ist nicht mein erster. Und so bin ich dazu gekommen, um ein bisschen im Garten rumzuführen. Bin dann irgendwann damit mal zum Treffen gefahren. Ja, und dann habe ich mal irgendwie eine größere Maschine ausprobiert. Und außerdem dachte ich mir, für die Nachbarschaft ist so ein Diesel viel angenehmer als so ein schreiender Zweitakt-Benziner. Deswegen habe ich mir diese Maschine dann gekauft. Also dann bist du dann immer weiter da reingeschlittert in diese ganze Geschichte. Du gehst da auch voll drin auf. Kann man so sagen. Gut, ihr trefft euch also jetzt hier. Was passiert jetzt hier? Ihr grillt, ihr backt Waffeln, ihr macht eine Ausfahrt, ihr fachsimpelt, ihr kloppt euch oder... Oh, nee, kloppen tun wir uns nicht. Also nee. Alles ganz friedlich. Selten, dass das irgendwie, oder eigentlich auch so Treffen, Streitereien habe ich noch nicht erlebt. Ist die Einachser-Szene auch getrennt wie jeder Popel fährt ein Opel, du hast einen Holder, ich habe einen Agria, du bist weniger wert als ich? Oder ist nee, das eher ein... überhaupt gibt's nicht. Also gibt Leute, die sagen, ha, gut, so eine Honda, die ist ein bisschen was Neues. So ja, eben habe ich gehört, da war Chrom dran, dann ist Chrom ist verpönt, hört euren Einachser nicht dran, ey. Aber es ist alles sehr scherzhaft gemeint, hast du doch gemerkt, oder? Ja, ja, ist eine lustige Gesellschaft hier. Ich find, also da macht keiner einem irgendwas streitig. Da darf auch jemand seinen Einachser tunen. Gibt ja die Rennszene von den Einachsern. Den wir eben gehört haben. Also im Treffen in Wildhausen, da gab es einen Gottesdienst und da ist dann die Pastorin und der Pastor mit dem Renneinachser über den Acker chauffiert worden. Alles möglich bei uns. Hast du das schon mal gesehen, diese Einachserrennen? Die Rennen habe ich live noch nicht gesehen, nee. Da war nur einer mit so einer Rennfräse vor Ort und ist da übers Feld gefahren. Das ist schon beeindruckend. Jetzt mal ganz aus dem Herzen raus. Ja. Du kämpfst mit einer Maschine, die ich habe, mit so einem KM8. Das wäre nichts für dich. Nee. 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 Das ist mir persönlich zu neu. Aber, ach Gott, zur Not würde ich auch die nehmen. Okay. Aber meinst du kennst dich ja in dem Metier aus, meinst du, das ist eine Maschine, mit der man so einen Garten, wie ich den habe, bewirtschaften kann? Oder ist sie zu groß, zu klein? Ja, ich denke, das ist so die passende Maschine für den Bereich. Das Ding wäre viel zu groß hier. Also ich meine, da kann ich nicht mal schnell zwischen der Reihe mal ein bisschen fräsen, nee, oder sowas. Zwischen der Reihe nicht, aber im Frühjahr einmal komplett durchfräsen oder einmal umfliegen wäre dann die Größe sicherlich passend. Aber du zählst nicht zu denen, die Dinger reihenweise da stehen haben. Nee, ich habe mich ja auch absichtlich für eine neue Maschine entschieden, weil ich nicht frickeln kann. Auch keine Lust dazu habe, mich interessiert das nicht. Also ja, ich habe nicht mal das nötige Werkzeug dafür. Das hatte ich auch nicht, als ich angefangen bin. Aber man braucht immer mal wieder Werkzeug und es findet sich auch immer was man dann braucht. Und so hat man dann Weihnachten irgendwas, was man auf den Zettel schreiben kann. Jan, angenommen, ich wollte mir so ein Oldtimer zulegen. Sag mal, in welchen Preisspannen richtet sich das überhaupt? Ich weiß, was meiner gekostet hat. Diese Maschine, wenn du sie verkaufen wolltest, was wäre ein realistischer Marktpreis dafür? Sagen wir mal so, als ich die gekauft habe, da habe ich 800 für gegeben. Das ist sportbillig. Das war eigentlich schon okay, der Preis. Ich finde es übertrieben, aber solche Maschinen werden auch jenseits der 2000 mal gehandelt. Finde ich übertrieben. Sag mal, angenommen, ich hätte jetzt keinen Einachser und wollte einen mir besorgen. Du kennst meinen Garten, du kennst meine Videos, hoffentlich alle. Ja. Ja, pass auf, zu welcher Maschine würdest du mir raten? Es gibt ja viele Leute, die diesen Traum, den ich da so Pi mal Daumen umsetze, die das nachmachen. Die Rückmeldung kriege ich. Zu welcher Maschine würdest du denen raten? Also einer, der nicht unbedingt zwei linke Hände hat, aber ebenso einer wie ich. Ich glaube, eine Agria 2800 ist immer eine gute Wahl. Ist ein bisschen kleiner als die, hat das gleiche Getriebe, schöne Abstufungen. Gibt es mit einem Hatz-Diesel-Motor und ich bin der Meinung, so ein Hatz-Diesel ist so einer der besten Motoren, die es gibt.
Das sind aber alles Geräte, die ich nicht mehr neu bekomme, die kriege ich nur gebraucht. Richtig, richtig. Welche Anbaugeräte brauche ich für meine Maschine? Ja, da scheiden sich die Geister. Also die Frage ist, ob man jetzt pflügen will oder nicht, weil man dann ja das Oberste nach unten packt und dann die Lebewesen alle unten drunter sind. Ja, die Problematik ist bekannt, ja. Ja, und mit der Fräse, ob man jetzt eine Fräse haben will, um alles kurz und klein zu machen, das ist auch dem Gärtner dann überlassen. Vielleicht so ein Grubber ist auch noch ganz gut. Der lockert das Ganze so ein bisschen auf, ohne wild da durchzuschlagen. Jan, glaubst du, die Einachser-Geschichte, das siehst du ja an den Zahlen im Forum, ja, ist im Kommen oder seid ihr eher eine aussterbende Minderheit? Ich denke, es wird nicht mehr, es wird auch nicht weniger, wird ungefähr so bleiben. Der eine kommt dazu, der andere geht wieder. Es wird immer so was für besondere Menschen bleiben. Für besondere Menschen. Okay, das war ein sehr nettes Schlusswort. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Jan, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Gibt es nächstes Jahr wieder so ein Treffen? Warum habt ihr das eigentlich nicht publik gemacht? Warum ist hier nicht der WDR und weiß der Geier noch wer? Tja, WDR... Ihr wollt unter euch bleiben? Ja, genau. Ist schon alles gut, so wie es ist. Wer kommt, kann vorbeikommen, ist gerne gesehen. Aber wir wollen nicht so das ganz große Aufsehen dabei. Also haben Sie mal eine Frage zu Einachser. Gregs Einachser Forum im Internet leicht zu finden. Ansonsten abonnieren, Like-Button drücken. Sie waren jetzt nicht dabei. Ich habe mir das Spiel angesehen. Ich bin mitgefahren. Tolle Angelegenheit. Ich hab's ja gesagt, es gibt Gregs auf der Welt, von denen man so normalerweise nie was erfährt. Abonnieren, Like-Button drücken. Ihren nächsten Einachser-Kauf über einen meiner Links da unten. Dann kann ich irgendwann nach Süddeutschland fahren, mir diese Einachser-Rennen angucken. Ich sehe die Filme immer im Internet. Das ist eine feine Sache. Muss ich auch mal hin. Aber das kostet dann wieder Geld. Also nächsten Einachser über die Links da unten. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Ha! Er sagt freiwillig wieder.